So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play, lol. Ja, genau. Das sollte ich vermeiden. So ein Hänger. Egal. Auf jeden Fall. Ja. Willkommen zu Let's Play Dead Space Singleplayer. Part 4 war's. Scheiß jetzt drauf. Ja, ich habe jetzt ab letzten Speicherpunkt gemacht. Keine Ahnung, ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass ich hier war. Also das Let's Play, was ich hochgeladen habe, das ist, ich glaube, 10 Tage her oder so. Ruckelt das oder sehe ich nur falsch? Na, okay, muss man später in den Einstellungen wieder rumbasteln. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet, egal was ihr gemacht habt. Ach komm, hey, ich brauche jetzt hier nicht auf Mutter Teresa zu tun, wenn ich es gar nicht kann. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Ich hatte ihn nicht, ich habe so oft verschlafen. Ich habe die letzten 2 Tage nur geschlafen. Ja, steigen wir mal aus. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier in Brusilov waren. Aber wir werden es... Ach ja, okay. Gut, dann müssen wir es halt ausprobieren. Da, Brusilov. Ups, ups, ups. Nein, komm zurück. Komm zurück. Na. Na. Ach, komm! Isaac, lad mal nach. Ach ja. Ja, komm! Hilfe! Ja, ach, leckt mich doch am Sack der Welt, Mann. Kein Bock auf euch. Pisset euch. Hallo, oh mein Gott. Okay, okay, nur keine Panik. Du bist cool. Ach, ich brauche hier einen Freund oder was? Ja, super, was, wenn ich keinen hab? Komm, lad schneller. Fickt euch! Sorry, wirklich, ich hab voll... Ah! Es reicht's. Kann ich die auch schlagen? Probieren wir es mal. Oh mein Gott! Ich will nicht mehr! Das kann man nur zu zweit schaffen, ne? Komm, fickt euch. Sorry, wirklich. Jetzt sterbe ich. Jetzt, das schneid mal lieber raus. Ich habe keine Medikits mehr. Ich werde sterben. Nein. Verpisset euch. Nein. Gut, wir können der Scheiße aus dem Weg gehen. Hoffe ich. Naja. Komm schon, die 100 Meter. Gut, das Vieh sieht uns wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Ja, gut. Das kann man dann wahrscheinlich nur Koop machen. Was heißt wahrscheinlich? Habe ich jetzt nicht gewusst. Also für manche Sachen braucht man es wirklich. Wenn jetzt ein Vieh kommt, sterbe ich. Ach komm! Ich will nicht mehr. Nein, nein. Nein, 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 nein. Wir gehen schön ins Raumschiff, ins sichere Raumschiff. Wir fliegen einfach weg. Also, Brusilov, da waren wir gerade. Ja, 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 schön für dich. So, wo müssen wir hin? Da waren wir. Keine Ahnung. Komm, gehen wir einfach dahin. Ja. Keine Lust mehr auf Umwege. Wie es halt nicht ruckelt, ne? Ja, Leute, zu dieser kalten Jahreszeit jetzt. Also bei uns hier in Ulm liegt halt Matsch und Schnee und es ist nicht so kalt, aber könnte ruhig wärmer sein. Ich empfehle euch wirklich, trinkt viel Tee, viel Obst, Gemüse, Bananen. Ja, genau, das gehört zu Obst dazu. Ja, egal. Sag ja, ich bin... eigentlich nicht so gut im Tipps geben, deswegen sollte ich es lieber mal lassen.
Also bei uns hämmern die jetzt hier, unsere neuen Nachbarn. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht in dem Let's Play, weil ich höre es richtig. Okay, und schon sind wir auch da mit unserem Space Taxi. Okay. Ich bin in der Terra Nova. Ja, das in bin ich. In welcher Richtung ist das Shuttle? Santos, Sie haben die gespeicherten Aufzeichnungen gefunden. Was steht drin? Ja, ich glaube mal, du solltest nachladen. Sie wollten es aufschlachten. Ach Gott, super. Keine Muni, wenig Medikits, genau. Das liebe ich. Es muss irgendwo noch detailliertere Aufzeichnungen geben. Ich sehe mich mal im Schiff um. Geht das auf? Nö. So, jetzt haben wir mal wieder hier Sauerstoff. Was ist denn das? Oh, cool. Cool. Schwerer Standardrahmen. Ah, ja. Die Bahnstation finden. Ach ja. Oh, und schon sind wir im Kapitel 5 und jetzt schauen wir, ob wir einen neuen Anzug bekommen. Anzug wechseln? Was? Ach komm schon. Kann ich wenigstens was upgraden? Nein, natürlich nicht. Wir sind arm. Ach komm. Guck mal, wir können gar nichts. Ah. Nix, weil wir arm sind. Das können wir. Und das können wir nicht. Ja, okay, gut. Man kann nicht alles haben, ne? Vor allem bei Dead Space braucht man Geduld und sammelt am liebsten alles. Hier ist nichts drin. La, 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 la. Wir sind bei 3. Gehen wir erstmal in den zweiten Stock. Ja, das kommt mir alles bekannt vor vom Let's Play mit Nico wahrscheinlich. Apropos Let's Play mit Nico, ich glaube, er hat gestern oder heute den 11. Part von Let's Play Dead Space Co-op von uns beiden hochgeladen. Könnt ihr mal auf seinen Kanal vorbeischauen. Ja, da müssen wir schon neue Aufnahmen machen, fällt mir gerade so ein. Ach, und er hatte gestern Geburtstag. Also seid so lieb und abonniert Nico als Geburtstagsgeschenk. Ja, das hat mir gerade Angst gemacht, das muss ich zugeben. Die Tür, wie die sich geschlossen hat. Also, eigentlich machen mir ja nur die Effekte bei Dead Space Angst. Sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. Och nö, wie das ruckelt. Das gibt's doch nicht. Also, ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt so böse Missionen kommen, die man besser zu zweit machen kann, dann, komme ich mir schon ein bisschen doof vor, ne? Was war da? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ah, ein Artefakt. Ach, und dann kann ich wieder gehen, oder? Nee, hier ist doch noch was. Oder bin ich von da gekommen? Oh, gruselig. Ja. Ich sag's ja nicht gerne, nö, aber... Irgendwie fühle ich mich hier sehr, sehr einsam. Ach, das kann ich nicht nehmen, weil der da... Ach, scheiß auf den Textlog. Oh, oh, jetzt müssen wir die Tür hacken. Ah. Ich muss mich beeilen, sonst kriege ich einen Stromschlag. Nein! Oh, Gott sei Dank. Boah, Leute. Isaac hier. Sieht aus, als wäre unser Shuttle hinten im Schiff. Ich aktualisiere jetzt unsere Ortungssender. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum. Ich habe Angst. Ich will nicht mehr. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Ich habe wirklich Angst. Da sagen manche, ja, Dead Space ist actionlastig und gar nicht mehr gruselig. Wenn man es zu... Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Wenn man es zu zweit spielt. Aber spielt das mal alleine, Leute.
Ach ja, falls sich manche... Ja, das hat mich jetzt irgendwie nicht erschrocken, weil das so ein scheiß Spiel ist. Ah ja, hier waren wir, glaube ich, auch, wo ich das Let's Play beendet habe. Ich weiß es gar nicht mehr, fragt mich nichts. Ja, genau, hier waren wir, wo ich dann Angst hatte und nicht weiter wollte. Ja. Süß. Stars verschwendet. Hau ab, du Arsch. Ach, ihr kommt mich ja besuchen, dann muss ich gar nicht so weit laufen. Ja, das macht mir jetzt irgendwie nicht so viel Angst, wie es sollte, oder? Aber die kleinen Babys sind schon süß. Hundebabys. Nee, ich sag ja, gegen Hundebabys habe ich nix. Geht schnell da runter, bevor da noch einer kommt. Ich habe keinen Bock, weil ich alleine bin. Ja, wie wär's, wenn du nachlädst, Isaac? Hilfe! I don't want to live on this planet anymore. Lad doch nach. Ich hab keine Munition mehr. Ja. Alter! Arschloch! Mein Gott. Ich will nicht mehr. Ich hab keine Munition mehr. Egal, ich bin ein Mann. Finde ich jetzt hier mein Bot? Nein, noch nicht. Oder habe ich den nicht schon? Ich weiß es nicht. Ich will nicht umhauen. I don't have money. Schon. Noch einmal. So, das ist jetzt mein letztes Munition-Zeug. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Was soll ich dann machen? Da ist ja mein Sucherbot. Och, der ist so niedlich. Wow. Ich will so einen haben. Ein alter Sucherbot. Könnte noch nützlich sein. Richtig süß. Jetzt haben wir unseren schönen Sucherbot gefunden, der uns Ressourcen bringt. Und keine Ahnung, ganz... Ah. Drücke. Aha. So, jetzt lassen wir dich dann mal suchen. Und der bringt dann halt immer die Ressourcen. Und wenn man dann zur nächsten Werkbank geht, hat er, glaube ich, Sachen gefunden oder so. Richtig süß. Sucherbot. Ich habe Angst. Quatsch. Wow, 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 wow. Mother, Mama, 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 Mama. Mama, hilf mir. Sie ist in der Küche, vielleicht hört sie mich. Ja, jetzt. Ich muss sehr sparsam mit meiner Munition umgehen. Ach komm, ich will nicht mehr. Isaac, kümmere dich um dich selbst. I don't have enough munition. We have to be smart to destroy the motherfuckers. Jetzt rede ich schon auf Englisch. Bist jetzt mal tot. Ja. Aber ich höre noch was. Ach komm, das ist unfair. Wenn ich jetzt da hochgehe, dann kommt wieder was. We don't need no munition. Doch, brauchen wir. Und wie? Das reicht nicht. Ach, Gott sei Dank. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wa? Ich will eigentlich... Nein!
Fail? Okay. Ich will nicht mehr, mein Herz klopft schon voll schnell. Ich habe keine Munition. Oh mein Gott. Diese Teile heißen Markus. Ja, was ich... Na toll. Oh. Was ich sagen wollte... Genau. Genau das finde ich auch. Man kann ja nämlich diese Körperteile nehmen und auf andere Monster werfen. Leute, ganz ehrlich, ich will das nicht mehr. Ich habe keine Lust. Ich muss hier aufhören. Ich muss hier... Das ist voll schlimm. Oh mein Gott! Okay. Ich will nicht mehr. Ich bin noch nicht mal bereit. Hallo, ich habe keine Munition. Jetzt werde ich sterben, weil ich keine Munition... Ich will nicht mehr. Geht... Okay. Ihr wollt so, oder? Oder? Okay. Komm schon. Moruk. Mein fertig. Heu mein. Gib ihm. Gib dem anderen auch. Der fast kopflose Nick. Oh mein Gott, sie sind ja wirklich... Ach, komm mal. Fick eure Mutter. Sorry, wirklich, aber das geht mir... Jetzt habe ich keine Munition mehr. Wieso sterben diese Teile so schnell? Leute, ganz ehrlich, bevor ich hier meine Tastatur damage und alles hier umwerfe, muss ich aufhören. Wir sehen uns im nächsten Part mit... Hoffentlich mehr Munition und mehr Nervenstärke.